So, guten Morgen, Leute. Es ist 7:30. Wir gehen jetzt zum Wiegen. Wir müssen gucken, wie gesagt, das ist ja Gewichtsklassen unterteilt, die Klassen. Ich bin normal in der bis 85 Kilo Klasse dran. Ja, jetzt gehen wir mich wiegen und dann schauen wir mal, ob das Gewicht passt oder nicht. Wenn nicht, dann habe ich noch, glaube ich, bis 22 Uhr abends Zeit, mein Gewicht gut zu machen. Oder ich starte in eine andere Klasse oder ich lasse gleich bleiben. Aber mein Gewicht sollte passen. Ich bin, glaube ich, so ein halbes Kilo drüber. Trinke jetzt einfach nichts mehr bis zum Wiegen und dann passt die Sache. Ja, wir gehen jetzt gerade zum Adolf. Der springende Punkt ist der, dass er meine Waage irgendwie spinnt oder den Geist aufgegeben hat, also ich kann mich nicht wiegen. Deswegen gehen wir jetzt zum Adolf, gehen auf Nummer sicher, gucken mal, was ich da auf der Waage habe und dann, dann fahren wir zum offiziellen Wiegen. Also ich wiege mich wiegen. Ich wiege mich auf beiden und die ist super, glaub mir. Wie soll ich mich das schon hinstellen mit einem? Nein, schau mal. Ich ganz normal drauf. Schau mal. So, warte ich und dann noch so. Ja. Guck mal. 106,4. Vorhin waren es 105. Wow, fuck. Ein Kilo zu viel. Oder ich Dennis anrufen? Ruf Dennis an, vielleicht will er eine Frage oder irgendwas. Muss ich so oder so. Bleib cool. Alles easy. Das Kilo kriege ich mal raus gleich, sonst wenn nicht, dann fahren wir gleich mehr quitt und du läufst eine Stunde. Die Anmeldung ist morgen noch. Ja, genau. Wir haben den Live, gibt's einen Link? Also macht's keinen Sinn, sagst du. Ja, was springen, ne? Wenn du auf die Bühne gehst, muss es immer da sein. Okay, ja gut, okay. Dann guten Appetit, Dennis. Ciao, ciao. Okay, Dennis, wir machen das. Ja. Ciao, Dennis, ciao. Ich glaube, ich ziehe zum Adolf ein. Da ist Viola, die kocht. Viola, keiner kocht. Die kocht so gut, Mann. Ja, bei mir kocht niemand, Alter. Ich habe an alles gedacht, Friseur und so, weißt du, dass alles schön gut ist und so, aber kein Koch. So, Waage rum. Ich bin gut reingerutscht in die Waage, war 84,9 Kilo. Gerade so, also 100 Gramm unter dem, was ich wiegen darf. Somit hat alles gut geklappt und voll war es. Viele Athleten. Bin ich mal gespannt, was am Sonntag da so abgeht. Also, hier bereite ich mir gerade die Mahlzeiten fürs Aufladen vor. So was. Aufladen halt. Dass ich wieder Gefühle in die Muskeln bekomme. Jetzt war ich sozusagen auf Low Carb. Dementsprechend sehe ich auch aus, was die Muskelfühle angeht. Ja, jetzt mache ich mir hier für das sogenannte Aufladen, wie gesagt. Es muss wieder prall werden, ein bisschen Fleisch bereite ich mir vor, da will ich so einen Wechsel machen. Also einmal mit Pute oder Hähnchen plus Filet ist das. Und einmal mit Hackfleisch, Hinterhack. Ja, das sind Mahlzeiten jetzt für die nächsten zwei Tage, deswegen auch so viel. Und klar, Reis habe ich jetzt auch noch gerade drin. So sieht dann mein Aufladeplan für die nächsten zwei Tage aus. Nichts Besonderes, einfache Sache. Was habe ich jetzt gegessen? Ich habe jetzt ein bisschen Fisch. Bohnen gegessen, nur dass ich etwas im Magen habe, womit ich meinen Muskel versorgen kann, mit ein bisschen Eiweiß. Ja, jetzt gehen wir wieder trainieren, ins Training. Mache ein bisschen Rücken, Arme, ja, und dann wird weiter gegessen. Ja.
Also wir haben jetzt zwei Leute gefunden, die ein bisschen Competition machen gegeneinander. Die machen Liegestütze. Der Gewinner, der kriegt so ein Grip Pad. Jetzt schauen wir mal, was sie drauf haben, die Jungs. Also pass auf, wir haben jetzt jemanden gefunden, die macht jetzt 15 Latzüge mit ihrem eigenen Gewicht. Und wenn sie es packt, gewinnt sie natürlich dieses I'm not like you von Zach Plus Tanktop. 1, 2, 3, 4, 40, 60, 80, 20, there you go. There you go. What a biceps. Great. Nice. Good job. Hurricane can do 20. Läuft. Was bist du überhaupt nach jedem Training? Whey Hydrolysat. Ist einfach so, beste. Haben wir jetzt ein bisschen Arme und Rücken gepumpt. Ein bisschen Blut wieder reinbekommen in den Muskel. Hat sich gut angefühlt. Nach den ersten Kohlenhydraten, die so reingelaufen sind. Jetzt gehen wir nach Hause. Essen wieder etwas. Bisschen Reis, bisschen Fleisch. Und dann lassen wir wahrscheinlich den Abend irgendwo in Spanien ausklingen. Ja, morgen geht's dann auf die Expo, da gucken wir mal ein bisschen rum. Gehen wir wieder trainieren. Danach ist ja bald der Wettkampf, also so verstreichen die Tage.